Dann wollen wir jetzt starten. Ich darf Ihnen zunächst noch einmal die Klimaschutzoffensive des Handelsverbands Deutschland vorstellen. Nur ganz kurz wirklich. Wir sind ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz gefördertes Programm, sind 2017 gestartet. Damals waren wir noch unter dem Dach des Bundesumweltministeriums. Und was tun wir genau? Das, was die Digitalcoaches in NRW machen, Unterstützungsleistungen im Bereich Digitales anzubieten, das machen wir im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz. Sie sehen hier einen Screenshot unserer Webseite, wo Sie wirklich umfassend informiert werden, wie Sie Energie einsparen und das Klima schützen können. Jetzt kommen wir zum Thema nachhaltiger Onlinehandel. Ein Thema, das man wirklich aus sehr vielen unterschiedlichen Richtungen auch anschauen kann. Deswegen haben wir mal geguckt, was kann man alles tun, um seinen eigenen Online-Shop klimafreundlicher und nachhaltiger aufzustellen, und haben Tipps und Tricks, aber auch Best Practices aus der Branche in diesem Leitfaden auch untergebracht. Mein Kollege Patrick Schütz aus dem Team der Klimaschutzoffensive stellt Ihnen auch gleich den Download-Link noch im Chat zur Verfügung. Vielleicht nochmal als kurzer Überblick, wie viel Einwegverpackungsmüll entsteht eigentlich derzeit pro Person in Deutschland. Das sind stolze 228 Kilogramm. 4 Milliarden Pakete werden transportiert, und die CO2-Emissionen, die pro Paket entstehen, liegen bei bis zu 400 Gramm. Das gilt es natürlich zu reduzieren. Und wie schafft man das am besten? Indem man eben die Kundinnen und Kundinnen aktiviert, klimakluge Kaufentscheidungen zu treffen, Click-and-Collect-Angebote anzunehmen, Filterfunktionen für nachhaltige Produkte in ihren Shops zu integrieren, entsprechend eben auch die Suchmasken auszustatten, vielleicht auch mit einer CO2-Analyse-Software die Emissionen des eigenen Geschäftsbetriebs auch zu analysieren und gegebenenfalls eben auch hier Reduktionsmaßnahmen umzusetzen. Grünstrom, Ökostrom wäre hier noch eine weitere Maßnahme. Also Sie sehen, es gibt hier sehr, sehr viele Möglichkeiten. Kommen wir zum Thema Versand. Sie sehen hier schon den Lastenradfahrer und die Paketboxen, die Sie bestimmt auch schon gesehen haben. Gerade auf der letzten Meile gibt es sehr, sehr viele Einsparpotenziale, und Handelsunternehmen können hier wirklich aus einem sehr bunten Strauß von Möglichkeiten wählen, um einen klimafreundlichen Versand zu ermöglichen. Das kann gehen über klimaneutrale Versandoptionen, über die DPD, DHL, Hermes, die verschiedenen Anbieter, oder eben auch durch regionale, lokale Anbieter. Unsere Händler, die wir hier auch eingeladen haben, praktizieren das auch gleich bereits schon, und wir kommen auch gleich dazu, um herauszufinden, wie viele Kundinnen und Kunden das eigentlich in Anspruch nehmen und wie das eigentlich auch in der Praxis angenommen wird. Nachhaltige Verpackungslösungen, auch nochmal ein wichtiger Punkt. Es gibt Mehrweglösungen, über die Herr Diefenbach ja auch gleich nochmal sprechen wird, mit seinen besonderen Briefumschlägen und Mehrwegboxen, die zum Beispiel Renopack anbietet, aber auch eben Memo schon seit sehr, sehr vielen Jahren mit seiner Mehrwegbox. Wir haben eben auch Händlerinnen und Händler, die bereits darauf achten, die Verpackungen zu recyceln oder mehrfach zu verwenden. Hier gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Retourenvermeidung ist ja eben auch. Hoppala, hier hat noch jemand sein Mikrofon an. Jetzt nicht mehr. Vielen Dank. Ich hoffe, das, worüber wir hier gerade reden, bringt die anderen nicht zum Schreien. Die Retourenvermeidungen sind eben auch ein ganz großer Punkt. Sehr, sehr viele CO2-Emissionen entstehen im Onlinehandel gerade hier. Da gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Zum Beispiel, indem im Warenkorb dann nochmal freundlich gefragt wird, ob die Mehrfachbestellungen notwendig sind, indem man virtuelle Anproben ermöglicht und die Kundinnen und Kunden wirklich nochmal zum Nachdenken anregt, ob denn jetzt das gleiche Produkt mehrmals bestellt werden muss oder eben nicht.
präzise Produktbeschreibungen, Kommentare zu Passformen, Informationen zum Produkt, wie sitzt es, wie passt es. Auch das hilft, Retouren zu vermeiden und hier eben auch Emissionen zu senken. Ich bin jetzt ganz schnell durchgaloppiert, weil ich Sie natürlich auch animieren möchte, sich den Leitfaden runterzuladen, wo Sie alle Tipps auch nochmal gesammelt sich anschauen können. Grünes Webhosting vielleicht nochmal als letzter Tipp an der Stelle, wo Sie eben als Händlerin, als Händler aktiv eingreifen können, um Ihren Geschäftsbetrieb grüner zu gestalten. Und sehr gerne möchte ich jetzt unsere Händlerinnen und Händler zu Wort kommen lassen. Und ich weiß, dass einige jetzt auch schon direkt im Laden sind. Und ich hoffe, wir können hier einmal kurz reinschalten. Das war, glaube ich, die Helena Mohr von dem Laden Grünstadt, von der ich weiß, dass sie einen plastikfreien Online-Shop betreibt und auch ein nachhaltiges Sortiment führt. Frau Mohr, können Sie Ihr Mikrofon anschalten? Sind ja, gerade müsste an sein jetzt, oder? Wunderbar. Und Sie haben gerade auch Zeit. Jetzt geht's gerade, genau. Wunderbar. Gerade im Moment keine Kunden da. Frau Mohr, erzählen Sie uns doch mal ein bisschen, was Sie genau umgesetzt haben an Maßnahmen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ja, das erzähle ich natürlich sehr gerne. Genau, ich bin von der Unverpackt-Drogerie namens von Grünstadt. Das ist ein nachhaltiger Laden, eigentlich stationär in Essen. Und aber als zweites Standbein habe ich eben ja, dann auch einen kleinen Online-Shop angeschlossen und vertreibe dort alle Produkte, die ich eben im Sortiment habe. Und weil es eben ein nachhaltiges Geschäft ist und es dreht sich gerade schon bei den Produkten rund um Nachhaltigkeit, da mache ich gar keine Ausnahme und es ist alles plastikfrei, soweit es geht und aus kleiner, nachhaltiger Produktion und dementsprechend dazu passend ist der Online-Shop eben auch so ausgerichtet. Und Sie haben ja jetzt in der Präsentation schon so einige Vorschläge erwähnt und ich würde auch fast sagen, die meisten setze ich auch um in meinem Online-Shop. Ganz vorneweg auf jeden Fall auch die Verpackung. Ich bekomme ja auch Produkte angeliefert von den Herstellern, bei denen ich das bestelle. Und dann habe ich eben schon Verpackungen da und die verwende ich wirklich eins zu eins dann auch, um die Bestellungen meiner Kunden zu verpacken und zu versenden. Und da lege ich dann eben auch Wert drauf, dass es plastikfrei ist, wirklich. Und außer dem Klebeband, was man eben schwer wiederverwenden kann, ist wirklich alles an meinen Versandmaterialien wiederverwertet. Das heißt, da werden gar keine neuen Ressourcen verbraucht, verschwendet, benötigt. Ich brauche halt nur ein bisschen mehr Lagerplatz und auch ein bisschen so bei der Auswahl des Versandkartons. Pro Lieferung ist man vielleicht 3 Sekunden länger beschäftigt, um die richtige Größe zu greifen. Aber dadurch spart man halt eine Menge Ressourcen. Und gerade eine Papierknappheit ist ja wirklich auch ein aktuelles Thema. Ja, das kommt bei mir nicht vor. Ja. Wie sind denn die Kundinnen und Kunden, wie haben die denn darauf reagiert, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt hier einige Maßnahmen umsetzen? Kam der Impuls auch von Ihren Kundinnen und Kunden oder haben sie gesagt, ich fange das jetzt mal an und dann bin ich gespannt, wie die Kundschaft reagiert? Ja, ich glaube, in meinem Fall ist natürlich so sehr speziell, weil sich eh das ganze Geschäft rund um Nachhaltigkeit dreht, ja, erwartet die Kundschaft das schon fast. Also ich habe dann auch so einen Stempel, den ich immer auf die Verpackung dann mache. So, das ist ein älterer Karton und der ist wiederverwertet und das wird eigentlich sehr positiv angenommen. Ich habe das wirklich von Anfang an so gehandhabt. Und ja, das kommt auch manchmal in den Reviews dann auch vor, dass wirklich die Leute erwähnen, okay, toller Laden, da bin ich auch froh drüber, aber dass wirklich auch positiv erwähnt wird, ja, Verpackung wird wiederverwendet und dadurch eben Ressourcen geschont. Und ich nutze natürlich nur Verpackung, die unbedruckt ist oder auch noch vollkommen in Ordnung. Es kann ja auch manchmal passieren, dass ich eine Anlieferung bekomme, wo etwas beschädigt ist an Karton, den verwende ich dann auch nicht wieder. Es sieht trotzdem auch schön aus irgendwie.
Gibt es auch Maßnahmen, wo Sie sagen, das bringt aus klimatechnischer Sicht sehr, sehr viel, um Emissionen zu reduzieren, lässt sich für mich jetzt aber noch nicht umsetzen, weil zu teuer, nicht verfügbar oder vom Aufwand her zu groß? Gibt es da noch etwas, was Sie auf der Wunschliste haben, sagen aber, oh, das muss jetzt noch einen Moment warten? Ja, was ich sehr gerne machen würde, wäre auch hier so ein lokaler Lieferdienst mit Lastenfahrrad oder so etwas, dass man wirklich Bestellungen, die in nahem Umkreis getätigt werden, dass man die Kundschaft wirklich komplett CO2-frei beliefern könnte. Ne? Ich bin ein Fraubetrieb, ich mache das alles so, wie es kommt, alleine und dementsprechend das wäre wirklich, wo ich nochmal höher skalieren müsste und jemanden einstellen oder so. Und aber das wäre, glaube ich, auch dann nochmal klimatechnischen ein guter Punkt, weil jetzt klar, was ich versende, kommt natürlich, ne, wird zwar klimaneutral mit einem Paketdienstleister versendet, die Option gibt es ja mittlerweile, aber es wird trotzdem von A nach B gefahren. So. Vielen Dank. Frau Paulus, Sie sind uns auch zugeschaltet. Sie haben auch ein Geschäft, das nennt sich Tante Patti. Und auch Sie haben einige Maßnahmen schon umgesetzt, um Ihren Online-Shop klimafreundlicher zu gestalten. Was genau machen Sie da? Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, man hört mich, weil ich bin wie die Frau Mohr auch mitten im Laden. Genau, wir haben halt aufgrund von Corona quasi zwangsmäßig angefangen auszuliefern und schnell festgestellt, dass es mit Lebensmitteln, weil wir haben nicht nur die Kosmetikartikel wie die Frau Mohr, sondern wir haben halt wirklich den Großteil in Lebensmitteln nachhaltig und unverpackt, nicht ganz so einfach ist, das auch nachhaltig zum Kunden dann wiederum zu bringen, wenn der Kunde nicht selber mit seinen Gefäßen bei uns in den Laden kommt. Das haben wir in den Lockdowns halt mit dem Auto ausgeliefert, hätten uns ein Lastenrad gewünscht, ist aber finanziell momentan einfach nicht drin. Genau, und wir sind deshalb momentan dabei, einen Online-Shop aufzubauen. Aber wir würden es halt nicht verschicken, wie die Frau Mohr das macht, sondern wir würden das in einer Abholstation bei uns abholen lassen. Also das Click und Collect machen wir nach wie vor, aber dass wirklich der Kunde zu jeglicher Zeit quasi an einer Abholstation das abholen kann. Genau. Und was haben Sie noch in der Pipeline, was Sie demnächst noch umsetzen möchten? Also die Abholstationen auf jeden Fall, weil die stehen noch nicht. Genau, und ja, die Idee wäre halt auch, das mit dem Lieferrad oder mit dem Lastenrad weiter auszuliefern. Aber ja, wir sind halt leider auch stark betroffen von der Pandemie und der Kriegsauswirkung. Von daher ist das momentan ein weiter Wunsch in der Zukunft. Aber es wäre einfach, um Kosten auch zu sparen, halt die Idee eigentlich, ist halt direkt auszuliefern, anstatt das nochmal per DHL oder Co. zu versenden. Genau. Ja, vielen Dank. Dann sehe ich noch in unserer Händlerrunde neben Herrn Scharf, einem Digitalcoach, die Daniela Perak vom Laden Roberta. Ich habe gesehen, dass Sie auch viele Maßnahmen umgesetzt haben, teilweise sogar Events mit Influencern, die sagen, wie lange man mit weniger Klamotten lange und gut auskommt. Also Sie gehen da auch nochmal in eine ganz andere Richtung, ganz ungewöhnlich eigentlich für eine Händlerin, die sagt, naja, eigentlich will man ja mehr verkaufen, aber Sie helfen Ihren Kundinnen und Kunden auch in dem Sinne, dass Sie sagen, tragt doch eure Klamotten einfach länger und geht ein bisschen nachhaltiger mit eurem Konsum um oder ja, bewegt euch da auch einfach ein bisschen im Downsizing-Bereich vielleicht. Schön, dass Sie da sind. Möchten Sie uns vielleicht auch nochmal skizzieren, wie Sie die nachhaltigen Tipps und Tricks für Ihren Online-Handel umgesetzt haben? Ja, erstmal hallo in die Runde. Ich bin Daniela von Roberta Organic Fashion in Düsseldorf und genau, ich habe auch während Corona, aber davor auch offline tatsächlich im Geschäft gerne Menschen zu Gast, die sich eben generell mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und das können Designer sein, die ihre Kollektion vorstellen. Das können aber eben auch Leute sein, die das Thema Nachhaltigkeit von anderer Seite her bearbeiten, wie zum Beispiel Modejournalistinnen, die sozusagen einen kleinen Guide, ein Handbuch geschrieben haben, wie man als Endkundin, als normaler Mensch mit Kleiderschrank sozusagen,
Struktur des Schrankes sozusagen von Fast Fashion, also von massivem Konsum, synthetikhaltiger Kleidung, sage ich jetzt mal, besser in eine Richtung bringt, die eben auf Naturmaterialien basiert und einfach auch vor allem weniger ist. Also natürlich mache ich mir da immer mal wieder Gedanken und denke, okay, ich säge an meinem eigenen Ast, aber wir wollen ja auch die größere, die Mehrheit der Gesellschaft überzeugen. Von daher, wenn es mehr sind, ist das auch okay. Genau, das ist ein großes Thema, worum es eben geht. Letzten Endes Konsumkritik im besten Sinne, also dass man die Kunden online als auch offline motiviert, darüber nachzudenken, wie und warum sie konsumieren. Das können zum Beispiel auch nachhaltige Investments sein. Also das war mein erstes Event jetzt nach Corona tatsächlich mit einer Finanzexpertin hier aus Düsseldorf, die nur nachhaltige Investments und Anlagemöglichkeiten berät. Und darum geht es ja letzten Endes auch, dass man eine gute, positive Beratung liefert, sowohl online als auch offline, weil es einfach ein extrem großer Vertrauensvorschuss ist, den man damit dem Kunden vom Kunden entgegengebracht bekommt. Und ich denke, das ist eigentlich das Nachhaltigste überhaupt, ne? Dass man so gut berät und den Kunden dann bei der Stange hält. Ja, vielen Dank. Sie bieten auch Click-and-Collect-Angebote an, Frau Perak, richtig? Wie läuft es denn mit dem Angebot? Ich frage mich dann manchmal, wollen die Leute nicht doch, dass es dann nach Hause geliefert wird, dann nochmal irgendwo hingehen, um das Paket oder die bestellte Ware abzuholen? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Das hat sich so ein bisschen gewandelt. Während der Lockdowns war Click and Collect natürlich total gefragt und wirklich sehr beliebt. Zu Beginn habe ich auch mein Fahrrad dann ausgeliefert hier in der näheren Nachbarschaft, also persönlich, was auch schön war, um den Kontakt zu halten zu den Kunden. Aber tatsächlich ist jetzt Click and Collect immer noch, kommt noch vor, aber ist tatsächlich deutlich weniger geworden, weil gerade bei Kleidung die Leute es natürlich lieben, in den Laden zu kommen und zu fühlen, anzuprobieren und einfach wieder normal shoppen zu gehen. Ne? Das weiß die Frau Paulus sicher ja auch. Das hat tatsächlich ziemlich nachgelassen. Und ist natürlich sowieso nur für Leute, die in der Region sind, sinnvoll. Ne? Verstehe. Alles andere wird verschickt, klar. Jetzt haben ja schon einige Händlerinnen bemängelt, dass es nicht so viele Angebote gibt, um die letzte Meile zum Beispiel mit dem Lastenfahrrad zu bewältigen. Stefanie Becker von Second Luck, auch Ihnen nochmal ein herzliches Willkommen in unserer Runde. Sie haben hier einen Dienstleister gefunden, der dies genau tut, richtig? Oder liefern Sie nicht aus mit E-Bike? Das war meine Info. Hallo. Hallo in die Runde. Ja, mein Name ist Stefanie Becker, wie gesagt, von Second Luck, Kinder Secondhand und mehr. Nein, also ich habe keinen Dienstleister gefunden. Eigentlich habe ich selbst ein E-Bike und ich liefere dann auch aus in der Umgebung. Allerdings muss ich dazu sagen, was sehr spannend ist, es gibt ja auch eine andere Plattform, die heißt ja Shop Daheim. Und die war ja auch hier schon beim HDE und ist ja auch schon vorgestellt worden. Und die wollen tatsächlich jetzt gerade in Düsseldorf 2 Monate lang eine, ich sage jetzt mal, Probephase mit Lastenfahrrad und, sage ich jetzt mal, letzte Meile Delivery, so nennt es sich ja so schön, also starten. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob der Markus, vielleicht hast du ja irgendwie den Link zum Shop daheim. Denn die sind ja auch nochmal, alle Händler sind auch angesprochen worden. Daniela, du bist ja auch drin bei Shop Daheim. Die meisten Händler sind leider bei Shop Daheim noch nicht so ganz so präsent, muss man dazu sagen. Aber vielleicht, wenn jetzt hier welche sind, wie gesagt, das ist halt eine tolle Plattform und die versuchen jetzt sehr viel gerade in Richtung Lieferservice und diese ganzen Geschichten. Was bei uns ja ist, wir sind ja ein Second-Hand-Laden, also noch nachhaltiger geht es ja eigentlich gar nicht. Und das ist tatsächlich mein Thema jetzt auch gerade. Es hat sich ja jetzt auch
die Pandemie ist ja zwar nicht vorbei, aber die Leute kommen gerne wieder ins Geschäft rein. Ich habe 150 Quadratmeter, das heißt, bei mir kann man wirklich auch stöbern. Davon leben wir auch tatsächlich. Es kommen viele rein, die sagen, oh, ich habe genau dieses Thema, das brauche ich, dieses Produkt. Und dann sagt man, Entschuldigung, wir sind ein Second-Hand-Laden. Wenn du Glück hast, findest du es bei uns. Und wenn nicht, manchmal finden sie es und manchmal finden sie andere schöne Sachen. Und der Online-Shop ist eigentlich mehr eine Art Schaufenster. Auch mit Click und Collect tatsächlich. Und wie Daniela auch gerade gesagt hat, natürlich in der Pandemie war Click und Collect bei uns auch. Und dieses an der Tür verkaufen, das hat tatsächlich funktioniert. Also unsere Stammkunden haben uns die Stange gehalten, wie man so schön sagt. Und was wir eben auch machen, ist natürlich, wir nehmen halt auch gebrauchte Kartons. Also ich habe hier eine Apotheke direkt hier bei uns im Lorekari, von denen kriege ich die Verpackungen. Und sodass wir eben auch keine neuen Verpackungen kaufen müssen. Und was ich ganz wichtig finde, und ich glaube, da ist die Frau Paulus sicherlich meiner Meinung und auch die andere Dame, die ich jetzt gerade hier nicht mehr finde, dass wir natürlich auch versuchen, diese Produkte, die wir haben, in kleine Kartons zu packen und nicht diese Riesenkartons, die man jetzt mittlerweile bekommt. Und dann ist da irgendwie ein Riesenkarton und ein ganz kleines Produkt und ganz viel Verpackung drumherum. Das ist eigentlich auch so unser Thema, dass wir tatsächlich suchen in unserem Fundus und meistens wirklich Kartons finden, die also haargenau passen, wo ein Buch reinpasst, wo eine CD reinpasst, wo mal Playmobil reinpasst oder was auch immer. Ja. Wunderbar. Ja, vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht, auch Ihnen allen. Ich habe jetzt absichtlich auch meine Folien ausgeblendet, damit wir mit diesem großen Podium auch besser in den Dialog hineinkommen. Mein Kollege hat auch die Links zu den einzelnen Geschäften, sowie auch Frau Peretzke, einige Fördertipps schon in den Chat gestellt. Genau, Carina. Genau, wollte gerne. Ich noch einmal auch laut sagen. Ich habe einen Link zur NRW-Bank eingestellt. Wir haben in NRW eine Förderung für Lastenräder. Die ist natürlich nicht immens hoch, die ist okay, die ist natürlich auch an entsprechende Bedingungen geknüpft, aber vielleicht wissen es einige noch nicht und das ist das Quäntchen, das fehlt, um diesen Schritt zu gehen. Deswegen habe ich gedacht, ich stelle es mal rein für die es von Interesse ist, da das Stichwort jetzt ein paar Mal gefallen ist. Von daher ist im Chat der Link zu finden zur Förderung. Super, vielen Dank. Ich sehe auch der Link zu Shop Daheim und eben zu allen Geschäften, die wir hier heute vorgestellt haben, beziehungsweise die Händlerinnen, die hier zu Gast sind, die sind auch alle im Chat, falls Sie hier einen Besuch abstatten möchten oder Kontakt aufnehmen. Eine Frage hätte ich jetzt tatsächlich an alle Händlerinnen. Wie kommunizieren Sie Ihr Nachhaltigkeitsengagement an die Kundinnen und Kunden? Nutzen Sie hier Social Media, Newsletter etc. pp.? Wie machen Sie auf Ihr Engagement und eben auch auf Ihr nachhaltiges Sortiment aufmerksam? Soll ich starten? Gerne. Okay, also ich versuche das, also Werbung muss man halt ja machen, aber manchmal kostet es halt auch eine Menge Geld und das versuche ich zu vermeiden und dementsprechend nutze ich hauptsächlich Social Media und da kann man ja wirklich bei Facebook und Instagram zum Beispiel alles selber machen, alles Mögliche und dann dementsprechend auch die Themen auswählen und zum Beispiel auch bei Google kann man ja so einen Google Business Account sich auch erstellen. Und da gibt es auch so ein paar Kriterien, die man dann auswählen kann und abhaken. Und da kann man eben auch Nachhaltigkeit, Click and Collect und so weiter anklicken. Und dann wird man da direkt auch drunter gefunden. Wunderbar. Wie sieht das bei den anderen aus, Frau Paulus? Genau, ja, wir machen es eigentlich ähnlich. Also wir nutzen auch viel Social Media. Wir werden tatsächlich jetzt auch nochmal gezielt Werbung schalten auf Social Media, sobald die Abholstationen zum Beispiel intakt sind. Genau, wir haben es genauso auf Google Business zum Beispiel, dass wir da wirklich präsent sind, dass die Kunden uns halt finden und wir versuchen halt auch immer, wenn wir irgendwas, ich sag mal, Bahnbrechendes umsetzen können, das wirklich auch nochmal an die Lokalpresse zu geben und eigentlich sind sie auch immer sehr dankbar, wenn was Nachhaltiges dann gemacht wird. Von daher, wir nutzen die beiden Channels hauptsächlich. Gibt es denn Fragen von unseren Zuhörerinnen, Zuschauerinnen an unsere Händlerinnen und die Maßnahmen, die sie bereits umsetzen? Dann wäre jetzt die Chance. Natürlich haben wir im Anschluss auch noch mal Zeit, aber dann würde ich sonst mit Blick auf die Uhr in unserer Agenda weitermachen. Gibt es denn Fragen?
Das sieht momentan nicht so aus. Dann würde ich gerne die Staffel übergeben an Herrn Borchers von der Firma Galaxus. Das Unternehmen ist uns deswegen aufgefallen, weil sie sich bei Galaxus wirklich sehr ambitionierte Ziele zur Emissionssenkung gesetzt haben, um 50% bis 2030. Das ist jetzt in 8 Jahren. Ich freue mich schon sehr zu hören und zu erfahren, wie genau Sie das anstellen wollen, weil das ist ja schon ein sehr ambitioniertes Reduktionsziel. Herzlich willkommen, Herr Borchers. Ja, vielen Dank für die Einladung. Stimmt, das ist ein großes Ziel von uns. Ja, ist jetzt ein kleiner Bruch. Also Galaxus ist ja in Deutschland ein reiner Online-Shop. Mein Name ist Daniel Borchers. Ich bin für die Pressearbeit bei Galaxus in Deutschland zuständig. Und die meisten kennen Galaxus wahrscheinlich noch nicht. Daher mal ein kurzer Überblick, ein paar Zahlen. Also in Deutschland gibt es Galaxus.de seit Ende 2018 sind wir live, 3,5 Jahre, schnell stark gewachsen, haben unsere Verwaltung in Hamburg und unser Lager in Krefeld, Nordrhein-Westfalen, mittlerweile so 150 Mitarbeitende und konnten letztes Jahr einen Umsatz von 100 Millionen Euro in Deutschland machen. Die Mutter kommt aus der Schweiz. Digitec Galaxus gibt es in der Schweiz schon seit 20 Jahren. Seit 20 Jahren Digitec, seit 10 Jahren Galaxus und macht dort pro Jahr mehr als 2 Milliarden Euro Umsatz, Euro-Franken. Ist dort auch Marktführer, größter Online-Händler, auch dort größer als Amazon, Zalando und Co. Aber hier in Deutschland sind wir eben noch ziemlich unbekannt und noch recht neu. Wie wir auf Nachhaltigkeit blicken, einmal kurz. Da gibt es natürlich zum einen erstmal die internen Maßnahmen, die wir versuchen voranzutreiben. Also wie Sie schon angesprochen haben, versuchen wir unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Da haben wir uns jetzt das Ziel gesetzt, bis 2030 diesen Abdruck zu halbieren. Und fangen jetzt dieses Jahr auch damit an, 100% unseres Fußabdrucks zu kompensieren, also durch Zertifikateinkauf und durch Investment in nachhaltige Projekte. Das machen wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal zu 100% und bis 2030 versuchen wir unseren Abdruck auch effektiv deutlich zu verringern. Und dann gibt es natürlich noch verschiedene Maßnahmen für Angebote an die Kunden, um nachhaltiger einzukaufen. Zum einen einmal die CO2-Kompensationsfunktion, zu der ich gleich mehr erzähle. Wir haben aber auch Filter im Shop, um nachhaltige Produkte zu finden. Und in der Schweiz haben wir auch ein Resale-Angebot, also gebrauchte Produkte wieder verkaufen können die Kunden dort. Das gibt es in Deutschland noch nicht, aber holen wir auch noch nach. Genau, die CO2-Kompensationsfunktion haben wir im Sommer 2020 eingeführt, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland gleichzeitig. Und soweit wir wissen, waren wir der erste Online-Shop, der das sortimentsübergreifend weltweit gemacht hat. Ich glaube, das stimmt so. Nur kurz als Ergänzung, weil Sie jetzt hier den Hintergrund sehen, vielleicht ist das verwirrend, das ist eine stationäre Filiale von Digitec. Also in der Schweiz haben wir auch stationäre Filialen, 11 Stück. In Deutschland bisher nur den Online-Shop. Die CO2-Kompensation sieht man hier so ein bisschen auf dem Bild. Man kauft etwas ein und dann hat man als Kunde freiwillig die Möglichkeit, noch einen kleinen Beitrag zur Kompensation zu leisten. Also bei diesem Fairphone, wenn man das jetzt lesen kann, kostet das also das kostet 450 Euro und 3 Euro wäre dann der Betrag zur Kompensation, zur CO2-Kompensation. Und das betrifft nicht nur die Lieferung, denn wie unser Partner Southpol errechnet hat, also Southpol ist so ein Dienstleister aus Zürich, die nichts anderes machen, als Nachhaltigkeitsprojekte zu managen, die ist eine Ausgründung einer Hochschule in Zürich. Die berechnen bei uns bei jedem einzelnen Produkt, wie groß ist der Klimafußabdruck. Und das beginnt in der kompletten Wertschöpfungskette, startet beim Rohstoff, geht über den Transport, Distribution bis zur Nutzung und Entsorgung. Also betrifft nicht nur die Lieferung, sondern den kompletten Lebenszyklus.
Und ich glaube, das ist so ein wesentlicher Unterschied, denn nach unseren Informationen sind mehr als 90% der Schadstoffe bei so einem Produkt entstehen vor der Lieferung, entstehen bei der Produktion. Und die Lieferung macht nur einen sehr kleinen Teil der Schadstoffe aus. Häufige Frage von Kundschaft und auch Presse ist immer wieder, wo fließt das Geld der Kundschaft denn hin? Deswegen hier mal ein paar Beispiele. Also wir verlassen uns da wirklich stark auf den Partner Southpol, der das managt, der die Produkte, der die Projekte auswählt. Unabhängig von uns, hier als Beispiel geht es um Walderhaltung in den USA oder einen Nationalpark in Westafrika oder ein geothermales Kraftwerk in der Türkei, in das dann investiert wird. Das überspringe ich mal ganz kurz mit Blick auf die Zeit, öffentliche Reaktionen. Also Klimaschutz ist immer wieder dann auch Grund für Berichterstattung. Presse interessiert sich dafür, aber was sicherlich interessanter ist, wie hat die Kundschaft darauf reagiert? Also wir haben im Sommer 2020 damit angefangen und dann im Sommer 2021 mal geschaut, wie wird das angenommen. Und die Community, also unsere Kundschaft, hat 1,3 Millionen Euro investiert, also über diese CO2-Kompensationsfunktion. Da muss man sagen, das ist Schweiz und Deutschland zusammen. Und in der Schweiz ist es deutlich mehr Geld gewesen als in Deutschland. Da sind wir ja noch wesentlich größer. Aber zusammengefasst sind es rund 10% der Bestellungen. Also so rund jeder Zehnte entscheidet sich dann am Ende des Kaufs dafür, ja, ich möchte kompensieren und zahle ein paar Euro mehr. Manchmal sind es nur 30 Cent, manchmal sind es 6 Euro, wenn man einen teuren Fernseher kauft. Kann sehr unterschiedlich sein, aber rund 10% der Bestellungen werden bei uns kompensiert. Damit sind wir schon ganz zufrieden und arbeiten mit verschiedenen Werbemaßnahmen daran, dass wir auch diesen Anteil noch weiter erhöhen. Als Zahl, das entspricht einer Menge von ungefähr 60 Tonnen CO2, dem Verbrauch einer deutschen Kleinstadt in einem Jahr. Vielleicht auch noch interessant, wer kompensiert eigentlich? Das sind, wenn man es zusammenfasst, eher Frauen und eher Großstädter. Also der Unterschied zwischen Frauen und Männern ist nicht ganz so groß wie zwischen Stadt und Land, aber sichtbar. Auf jeden Fall kann man sehen, dass Berlin, Hamburg, Bremen ist der Anteil am höchsten mit den kompensierten Bestellungen und in Bundesländern wie Thüringen ist er am niedrigsten. Wenn man auf die Warengruppen schaut, also bei uns kann man ja in der Schweiz quasi alles kaufen, 4 Millionen verschiedene Produkte. Es ist wie das Amazon der Schweiz. In Deutschland haben wir noch nicht ganz so viele Kategorien, aber arbeiten da ständig an der Erweiterung. Tierbedarf war der Bereich, wo am häufigsten kompensiert wurde, also fast 20% der Bestellungen, auch Beauty und Gesundheit. Da haben sich die Kundinnen und Kunden ziemlich häufig entschieden, ja, ich möchte kompensieren. Im Bereich IT und Fahrzeugbedarf, also alles rund ums Auto etc., da ist die Kundschaft leider ein bisschen geiziger und da kompensieren weniger als 7% der Menschen. Ja, vielleicht zum Abschluss noch kurz ein Blick darauf, wie sich bei uns der Klimafußabdruck zusammensetzt. Also das versuchen wir mit unserem Dienstleister Southpol zu errechnen. Das ist alles relativ gar nicht so leicht. Das ist alles relativ schwierig. Der größte Anteil offensichtlich Verpackungsmaterial, da versuchen wir auch, haben wir auch kürzlich umgestellt und die Kartons beziehen wir jetzt aus Fabriken, die einfach näher dran sind etc. Wir versuchen, den Strom nur aus nachhaltigen Quellen zu beziehen. Oder auch der Bereich Werbung ist zum Beispiel auch ein großer Bereich, der aber auch sehr schwierig zu berechnen ist. Also das steht jetzt hier mit 26%, weil da noch viele alte Printmaßnahmen drinstecken, die wir aber eigentlich gar nicht mehr machen. Deswegen ist die Grafik noch mit Vorsicht zu genießen. Genau. Die 7 Minuten habe ich sicherlich schon überschritten. Deswegen. Ich befürchte ja. Der Hinweis, wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne auch an uns wenden. daniel.borchers@galaxus.de. Wir versuchen nochmal alles zu beantworten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Borchers. Eine Frage aus dem Chat würde ich Ihnen ja schon gerne stellen, bevor wir Herrn Diefenbach Renopack vorstellen lassen. Und zwar 450 Euro für das Fairphone, für das Handy und dann Kompensation von 3 Euro. Wie kann diese Rechnung aufgehen?
Das kann ich spontan nicht beantworten, aber das hat der Dienstleister so errechnet. Hm. Verstehe. Kann ich nochmal, ich schreibe es mir das nochmal auf und Frau Schüttler, wir können Ihnen gerne den Kontakt dann auch nochmal weiterleiten und dann können wir vielleicht auch nochmal bilateral die Frage klären. Ich glaube tatsächlich, dass uns das in den nächsten Jahren zunehmend beschäftigen wird. Wie wird der Fußabdruck, der Footprint von Produkten berechnet? Bei Standorten ist es ja fast noch ein bisschen einfacher, aber bei den Produkten ist es, glaube ich, etwas, was uns eben ja für die nächste Zeit durchaus noch Kopfzerbrechen bereiten wird. Auch welche Emissionsfaktoren genommen werden, welche Datengrundlage hier genommen wird, um den Footprint zu erstellen. Ich würde jetzt gerne das Wort Herrn Diefenbach übergeben und alle weiteren Fragen dann im Anschluss, damit wir das zeitlich auch alles hinbekommen. Herr Diefenbach, zu RenoPack. Sie haben sich vorgenommen, die Mehrwegverpackungen im Onlinehandel zu revolutionieren. Wie genau wollen Sie das schaffen? Genau, vielen Dank. Hallo zusammen und vielen Dank für die Möglichkeit, mich und vor allem RenoPack hier vorstellen zu dürfen. Genau, mein Name ist Marc Diefenbach. Ich bin Mitgründer von RenoPack und wie eben schon erwähnt, möchten wir die Einwegversandverpackung in den Ruhestand schicken und Mehrwegversandverpackung im Onlinehandel etablieren. Wie sind wir überhaupt darauf gekommen? Wir sind ein junges Unternehmen. Wir haben letztes Jahr im Juli gegründet. Die Idee kam letztendlich in der Pandemie, festgestellt am eigenen Konsumentenverhalten, zunehmend halt online bestellt. Ich wohne im Erdgeschoss von einem Mehrfamilienhaus, bin mit anderen Worten hier Paketannahmestation und einfach täglich gesehen, wie viele Pakete da reinkommen, wie viel Verpackungsmüll das ist. Wir haben es auch eben gesehen auf den Folien, über 200 Kilo pro Person pro Jahr uns überlegt, okay, ist das so sinnvoll, was wir machen? Im großen Stil verwenden wir schon Mehrwegkonzepte, Seekontainer, Paletten etc. Das wird alles mehrfach verwendet. Warum nicht kleine Verpackungen für den Onlinehandel? Die Frage haben wir uns gestellt und entsprechend unseren RenoPack entworfen. Hier rechts sieht man den. Es gibt zwei Zustände, in denen der RenoPack sich befinden kann. Einmal der Paketzustand, der wird dann genutzt, um die Ware letztendlich vom Shop zu den Kundinnen zu transportieren. Kunden nehmen dann die Ware raus, falten die Verpackung zusammen, bringen die in einen Briefzustand. Der Brief kann dann letztendlich in jeden Postkasten geworfen werden und somit kommt die Verpackung dann zurück zu uns. Wir machen die Aufbereitung und stellen die Verpackung erneut zur Verfügung. Die Abmessungen sind aktuell, wir haben ein Modell 25x25x10 cm. Wir arbeiten an weiteren Modellen. Warum machen wir das? Natürlich, um die Ressourcen dann zu schonen. Wir haben durch die Mehrfachnutzung weniger Ressourcenverbrauch und dadurch entsprechend auch weniger CO2-Verbrauch. Nach 10 Zyklen Verwendung haben wir 50% CO2 für den Verpackungsaufwand eingespart. Die weiteren Vorteile für Shops sind natürlich dann verbessertes Kundenansehen, dadurch, dass man eben was macht in Sachen Nachhaltigkeit. Es wird zunehmend angefragt. Wir haben keinen Entsorgungsaufwand im Shop, das heißt, Retouren können natürlich, da können die Verpackungen erneut genutzt werden. Es entfallen die Entsorgungskosten nach Verpackungsgesetz. Positiver Nebeneffekt ist, die Verpackung lässt sich sehr schnell zusammenbauen. Jeder, der mal Pappkartons zusammengefaltet hat, kennt es. Das kann ein paar Sekunden dauern. RenoPack ist letztendlich mit zwei Handgriffen zusammengefaltet und bereit zum Bestücken. Und es ergeben sich zusätzliche Werbeeffekte, die ich gleich nochmal zeige. Zum Ablauf hier nochmal vielleicht dargestellt, wie funktioniert es. Also letztendlich wird bei uns die Mehrwegverpackung bestellt. Wir schicken Bündel zu den Shops, die werden verwendet dann die Verpackung für den Versand und Endverbraucherinnen können dann die Verpackung zurück zu uns schicken. So sieht das aus shopseitig. Wie kommen die Verpackungen zu den Shops? Auch da nutzen wir ein Mehrwegkonzept. Also es ist ganzheitlich ohne Einwegverpackungsmaterial. Wir haben diese größeren Verpackungen aus flexiblem Material. Da sind jeweils immer 160 RenoPacks drin. Wenn die leer sind, können die zusammengerollt werden, zu uns zurückgeschickt werden. Und bei Bedarf können wir dann 160 neue, wenn das gewünscht ist, automatisch rausschicken zu den Shops, dass da so ein bisschen der Nachbestellungsaufwand reduziert wird. Was kostet das Ganze? Wir verkaufen die RenoPacks auch für 3 € pro Stück. Dabei muss aber dann der Shop selbst die Rückführung übernehmen, also auch die Kosten dafür, 1,60 € sind das,
mit der Deutschen Post und die Aufbereitung dann natürlich übernehmen. Wir bevorzugen und empfehlen auch immer das Pay-per-Use-Modell. Da kostet eine Nutzung 1,95 Euro. Darin inkludiert sind die 1,60 Euro Rückführkosten über die Deutsche Post. Eine Mehrfachnutzung ist natürlich möglich bei Retouren. Und die Aufbereitung übernehmen wir und natürlich auch die Rückführung des Materials in den Recycling-Kreislauf, sofern die Verpackung nicht mehr verwendet werden kann aufgrund von Beschädigung. Ja, kommen wir zu diesen positiven Nebeneffekten. Jeder Rhino-Pack hat bei uns eine eindeutige ID, QR-Code in der Verpackung. Das heißt, man kann ihn scannen und sieht, wie oft wurde diese Verpackung letztendlich genutzt, wie viel CO2 wurde dadurch schon eingespart. Und man sieht eben andere Shops, die auch mitmachen, wenn es die Rhino-Pack-Community. Das heißt, Endverbraucherinnen werden auf andere Shops aufmerksam gemacht, die auch dieses Konzept nutzen, so ein bisschen im Storytelling-Modus, und gegebenenfalls kommen dann Kundinnen und Kunden zu neuen Shops. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit einer Shop-Integration, die wir auch anbieten. Da haben wir die höchsten Rückführquoten auch, deswegen empfehlen wir das und möchten das eigentlich gar nicht mehr ohne machen. Hier werden Kunden und Kundinnen im Kassenprozess gefragt, ob sie eine Einwegverpackung oder Mehrwegverpackung haben möchten. Und dementsprechend wird dann auch in der Bestellung das angezeigt für den Shop. Wahlweise kann der Shop sich dazu entscheiden, dann nochmal einen geringen Aufpreis zu nehmen und auch in diesem Pop-up, was man da sieht, darauf aufmerksam machen und natürlich über die Vorteile, die sich durch Mehrwegverpackung ergeben. Ja, was ist ebenfalls positiv in Sachen Marketing? Wir haben festgestellt, dass das Konzept halt gerne geteilt wird. Es werden Fotos dann gemacht, beispielsweise bei Instagram. Wie man es rechts sieht, da wird dann eine Story gemacht und darauf aufmerksam gemacht, dass der Shop eben eine Mehrwegverpackung nutzt. Oder hier bei Trusted Shops gab es eine Bewertung, die eigentlich nur aufgrund der Verpackung hinterlassen wurde. Ich bezweifle, dass solche Reviews und dieses Teilen mit Einwegverpackungen online stattgefunden hätte. Also aus unserer Sicht eben eine schöne Sache. So, das sind wir. Links ist Matthias Thesing, mein Co-Founder, rechts das bin ich, Marc Diefenbach, und da nochmal unsere Kontaktdaten. Kontaktiert uns gerne bei LinkedIn, folgt uns gerne auf LinkedIn, und wir sind seit kurzem auch auf Instagram. Auch wenn das nicht unsere Leidenschaft ist, kommen wir wahrscheinlich nicht drum herum. Folgt uns auch gerne da. Wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, kann ich die Verpackung noch einmal zeigen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ja, sehr gerne. Zeit war. Dann würde ich das Teilen einmal stoppen. Wie gesagt, hier, das ist ein bisschen so eine Verpackung. Mal gucken, wie ich das hinkriege hier. Letztendlich, wie gesagt, ist die schnell aufgebaut. Mit zwei Handgriffen ist sie eigentlich bereit zum Bestücken. Ware kommt rein und dann wird der Deckel zugemacht. Und dann ist eigentlich auch die Verpackung schon fertig. Das Versandlabel kommt hier an die Lasche, also wird hier über die Ecke geklebt. Damit ist die Verpackung dann auch versiegelt. Das würde dann beim Öffnen kaputt gehen. Und ja, das ist letztendlich der Schutz. Und das wäre es von meiner Seite aus. Ich hoffe, ich habe die 7 Minuten eingehalten. Ja, vielen Dank, Herr Diefenbach. Nochmal eine Frage zum System, weil vielleicht auch viele Händlerinnen und Händler sich das fragen aus einer ganz praktischen Perspektive. Der Mehrweggedanke funktioniert ja nur, wenn die Kundinnen und Kunden den Umschlag oder die Kiste wieder zurückbringen. Was passiert, wenn sie es nicht tun? Wenn sie es nicht tun, dann nutzen die Kundinnen und Kunden das hoffentlich zu Hause noch, dass sie Verpackung weiter zu Leben bekommen, als Box für Schrauben oder Ähnliches. Wir verzichten auf ein Pfandsystem, weil es insbesondere für kleinere Shops für sehr viel Aufwände im Shopsystem sorgt. Rücklagen müssen gebildet werden und so weiter. Ich glaube, buchhalterisch ist das nicht ganz ohne, auch systemisch. Deswegen verzichten wir auf Pfand und setzen halt auf Vertrauen, insbesondere durch die Integration. Durch die proaktive Abfrage, möchtest du Mehrweg oder Einweg? Wenn dann eben aktiv gesagt wird, ich entscheide mich für Mehrweg, haben wir bei der Rückführquote sehr gute Erfahrungen gemacht. Da kommt eigentlich fast alles zurück. Stichwort Rückführquote und Rückläufer. Im Chat sehe ich die Frage von Herrn Meder. Was machen Sie eigentlich, wenn so eine Kiste oder so ein Umschlag schadhaft zurückkommt? Dann führen wir, also genau, wir sammeln eben Verpackungen, die nicht mehr genutzt werden können. Wir stellen die nicht selber her, wir machen die Montage und so weiter mit einem Dienstleister hier bei uns im Ruhrgebiet. Hergestellt wird das ebenfalls in Deutschland.
Und dahin gehen die Verpackungen auch zurück, die nicht mehr genutzt werden können. Die kommen in eine Mühle und werden letztendlich eingeschmolzen und recycelt für neue Verpackungen und dann auch für andere Produkte. Ja, vielleicht zum Material auch. Was wir nutzen, Polypropylen. Die Verpackungen sind dunkel, weil wir dort den höchsten Rezyklatanteil haben. Und letztendlich können dann 100% der geschredderten oder ja, geschredderten Verpackungen für neue Produkte genutzt werden. Und weil wir eben ein Hohlkammermaterial nehmen, also das ist ein sehr dünnwandiges Material, und dadurch ist die Verpackung genauso leicht wie ein Pappkarton, brauchen wir hier oder können wir hier 60% Rezyklat und 40% Frischmaterial nehmen. Langfristig möchten wir auf anderes Material noch umsteigen und arbeiten da gerade mit der Westfälischen Hochschule an einer studentischen Arbeit, und im Fraunhofer-Institut sind wir im Gespräch für alternative Materialien mit vergleichbaren Eigenschaften. Und wie gibt man dann die leere Kiste zurück? Also in gefaltetem Zustand und dann kommt ein Label drauf? Oder wie läuft der Rückversand dann an Sie? Also letztendlich, nachdem die Ware entnommen wurde, kann man die Verpackung wieder schnell, gucken, was man hier sieht, eigentlich zusammenfalten. Das war es eigentlich. Hier ist ein Rücksendelabel drauf. Das heißt, die Verpackung geht zurück zu uns. Es sei denn, der Shop möchte Self-Management betreiben, dann zeigt das Label eben zum Shop. Also letztendlich, Kundinnen und Kunden, Endverbraucherinnen müssen keine Briefmarke draufkleben oder so, die müssen eigentlich nichts machen, nur zum Briefkasten gehen statt zum Altpapiercontainer. Herr Borchers, wäre das eine Lösung für Galaxus? Klar, gucken wir uns alles gerne an. Ja, nicht ganz mein Fachbereich, aber gucken wir uns gerne an. Direkt an die Wand gestellt. Naja, im Sinne des Klimaschutzes könnte man ja vielleicht über mögliche emissionsreduzierende Verschränkungen auch in diesem Webinar und Verknüpfungen nachdenken. Aber nochmal zurück auch zu Galaxus. Vielen Dank auch an Frau Ambrosio, die sich hier von der Firma South Pole auch im Chat nochmal gemeldet hat und sich angeboten hat als Kontakt zur Berechnung der Footprints bei den Produkten. Vielen Dank. Und vielen Dank auch an Herrn Borchers, dass er hier nochmal unseren Chat bespielt hat und die offenen Fragen beantwortet hat. Offene Fragen wäre auch mein nächstes Stichwort. Das sind jetzt ganz schön viele unterschiedliche Themen, auch bei unterschiedlich großen Handelsunternehmen gewesen. Das ist uns durchaus bewusst, aber es ist ja auch klar, dass der Onlinehandel wirklich auch ein diverses Feld ist. Haben Sie denn noch Fragen, die wir hier an unsere Händlerin bzw. an unsere Referenten weitergeben können? Dann wäre jetzt ein guter Moment. Oder vielleicht noch Tipps und Tricks, die wir noch nicht genannt haben, was Sie machen und mit uns teilen möchten. Da gibt es ja wahrscheinlich auch unendlich viele Sachen, wie man schon mit kleinen Sachen klimafreundlicher unterwegs ist. Einen hat tatsächlich die Frau Schüttler noch gepostet vor einigen Minuten mit dem Hinweis, dass man eben auch durch kontinuierliches Nudging, also immer wieder stupsen, was der Kunde hier noch tun kann, dass man hier auch damit sehr viel erreicht. Zum Beispiel, indem man schreibt, in Ihrer Region kompensieren bereits so und so viele Kundinnen und Kunden ihren Einkauf. Auch das könnte vielleicht die Verbraucherinnen und Verbraucher animieren, es gleich zu tun und hier sich nachhaltiger und klimafreundlicher zu verhalten, finde ich eigentlich auch einen ganz guten Tipp. So, was die Fragen angeht, sehe ich hier im Chat erstmal nichts, keine weiteren Wortmeldungen. Dann bedanke ich mich an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie sich zugeschaltet haben. Ich bedanke mich bei den Händlerinnen, die bereit waren, bei geöffnetem Laden und Kundenverkehr sich hier bereit zu erklären, auch nochmal zu erzählen, was Sie alles durchführen. Das ist wirklich spannend. Bleiben Sie weiter daran, Ihren Onlinehandel klimafreundlicher auszurichten. Vielen Dank auch an unsere zwei Referenten,
die nochmal aus einer größeren Perspektive, gerade im Fall von Galaxus, nochmal berichten konnten, was sie sich hier vorgenommen haben. Das Thema Klimaneutralität beschäftigt uns ja auch zunehmend, wobei dieser Begriff durchaus streitbar ist. Aber ich denke, wenn wir den Fokus setzen, weniger zu kompensieren und tatsächlich Emissionen zu reduzieren, dann hat auch das Klima was davon. Und im Übrigen gehen dann auch die Energiekosten runter. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, das viele Handelsunternehmen gerade beschäftigt und die eine oder andere Sorgenfalte auf der Stirn produziert. Wie versprochen, Sie bekommen von uns einen Link zu der Aufnahme dieses Webinars. Sie bekommen von uns die Präsentationen und auch die Kontakte aller teilnehmenden Händlerinnen und auch unserer Referenten. Bleiben Sie uns wohlgesonnen. Wir werden noch einige weitere Webinare auch während der Sommerpause organisieren. Melden Sie sich gerne zum Newsletter an der Digitalcoaches des Handelsverbands NRW und auch der Klimaschutzoffensive des Handels. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind, wenn wir Ihnen vorstellen, wie wir den Handel ein bisschen klimafreundlicher machen können. Vielen Dank. Der Handel spart Energie und Kosten. Seien Sie dabei. We'll be right back.